Koronare Bypassversorgung mit der Herz-Lungen-Maschine. Wenn die Verengungen in den Herzkranzarterien nicht erweiterbar oder standbar sind oder sie befinden sich im Bereich der Gefäßverzweigung oder bei den Patienten andere Indikationen zu einer Herz-OP vorhanden sind, wird eine koronare Bypassversorgung durchgeführt. Hierbei ist die mediane Sternotomie der klassische Zugangsweg. Hierfür wird das Brustbein der Länge nach aufgesägt. Danach wird das Gefäß für die Verbindung zwischen der Aorta und den verengten Arterien entnommen. Bevorzugt werden arterielle Gefäße, zu welchen die rechte und die linke Brustbeinarterie oder eine der Unterarmarterien gehören. In den Fällen, in denen der Patient mehr als drei Bypässe benötigt oder eine Jump-Technik nicht möglich ist, wird Venöses entnommen. Als Standard gilt in diesem Fall die große Unterhautvene der Beine. Nach der Gefäßentnahme schließt der Chirurg den Patienten an die Herz-Lungen-Maschine an. Dabei werden der Schlauch für venöses Blut in den rechten Vorhof und der Schlauch mit dem sauerstoffreichen Blut an die Hauptschlagader angenäht. Dies ermöglicht letztendlich die Aorta zu klemmen und das Herz mit einer kardioplegischen Lösung, die in die Koronararterie gegeben wird, zum Stillstand zu bringen. Der fehlende Herzschlag ermöglicht es dem Chirurgen, das Herz zu drehen, um die Koronararterien mit Verengungen mit dem vorerst entnommenen Gefäßmaterial für die Bypässe zu verbinden. Wenn alle Verbindungsstellen fertig sind, öffnet der Chirurg die Aorta teilweise und das einströmende Blut wäscht die kardioplegische Lösung aus. Ohne die Kardioplegie fängt das Herz nun von alleine an zu schlagen. Da die Brustbandarterien ihre natürlichen Verbindungen mit den Armarterien haben, müssen sie für gewöhnlich nicht an die Hauptschlagader angeschlossen werden. Die bypassbildenden Gefäße aus anderen Körperbereichen werden wiederum mit dem anderen Ende an die Aorta angenäht. Somit werden Umgehungskreisläufe für die verengten Koronararterien gebildet. Das Ergebnis sind Umgehungskreisläufe für die durch Verengungen abgesetzten Bereiche auch in schwersten Fällen. Nach der Bypassversorgung werden an das Herz die Elektroden eines vorübergehenden, externen Schrittmachers angenäht und 2 bis 3 Wundschläuche in den Brustkorb gelegt. Die Wundschläuche werden am 2. und die Schrittmacherkabel am 5. Tag nach der OP entfernt. Letztendlich wird der Brustkorb verschlossen, das Brustbein wird dann mit Drahtzettlage fixiert und das Weichteilgewebe vernäht. Nach der Operation wird der Patient auf die Intensivstation zur Ausleitung aus der Narkose verlegt. Somit liegen die Vorteile einer koronaren Bypassversorgung in der Möglichkeit, auch sehr schwere Fälle zu behandeln. Außerdem hat diese Methode die besten Langzeitergebnisse im Vergleich mit anderen therapeutischen Maßnahmen.